Wirklich viele Trauergäste sind hierher nach Langenhagen zur Bestattung von Dr. Mechthild Bach gekommen. Für die Freunde, Patienten und Wegbegleiter ein wichtiges Signal von Dankbarkeit und Solidarität. Wenn jemand Frau Dr. Mechthild Bach kennt oder gekannt hat, der weiß, dass sie nur voller Liebe war. Die hat sich für die Menschen aufgeopfert und war für mich wirklich eine Ärztin aus Berufung. Sie war Tag und Nacht bei ihren Patienten und niemals hat sie jemanden getötet. Auch über den Tod von Mechthild Bach hinaus bleibt die Frage, wo hört Schmerzmedizin auf und wo beginnt aktive Sterbehilfe, also Tötung auf Verlangen. Eine Frage, mit der sich auch die evangelische Kirche in Deutschland jetzt einmal mehr kritisch auseinandersetzt. Da ist es so, dass wir ja unterscheiden zwischen einer aktiven Sterbehilfe, die lehnt die EKD deutlich ab. Die Gefahr ist viel zu groß, dass wir da Missbrauch machen. Das ist eine für uns nicht mögliche Position. Sobald Sie anfangen, über solch eine Frage nachzudenken, fangen Sie an zu werten. Also diese Schmerzen reichen. Dann machen wir eine Skala auf von 0 bis 10. Und wenn jemand bei 8,7 ist, muss er noch weiterleben. Wenn er bei 9,2 ist, soll er sterben dürfen. Das geht nicht. Der Fall Bach sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit, auch weil hier erstmals die Grenzen zwischen Schmerzmedizin und aktiver Sterbehilfe vor Gericht ausgelotet werden sollten. Wie weit darf Schmerzmedizin gehen? Für viele eine schwierige Frage. Auf der einen Seite denke ich, muss auch jeder Mensch selber entscheiden über sein Leben. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich rechtlich total schwierig, das irgendwie zu handeln. Ich befürworte das, finde das gut. Wenn man den Willen hat und so krank ist und sowieso nicht mehr kann, denke ich, sollte das jedem selbst überlassen sein, das zu entscheiden. Also ich finde es schon nötig, wichtig, dass darüber diskutiert wird und auch Möglichkeiten eigentlich gegeben werden, dass man selber entscheiden kann, wie man sein Leben beenden möchte. Ich finde, das ist gerade in Deutschland ein bisschen problematisch, das Thema. Ne? Also es gab ja Euthanasie unter den Nazis und wenn man Sterbehilfe hier befördern würde, könnte die Gefahr bestehen, dass es instrumentalisiert wird. Also, was weiß ich, wenn das jetzt meine Mutter oder meine Oma wäre, die jetzt eben große Schmerzen hat und es ist klar, sie stirbt und man kann ihr helfen mit Morphium, würde ich sagen, dann auf jeden Fall machen. Ich finde, das sollte an eine Patientenverfügung gekoppelt sein, die der Patient selbst aufsetzt und unterschreibt. Aktive Sterbehilfe ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. Viele Schmerzmediziner bedauern, dass durch die tragische Selbsttötung von Mechthild Bach jetzt keine Chance mehr besteht, ein wichtiges Grundsatzurteil für die ärztliche Praxis zu schaffen. Die Grauzone bleibt und viele sehen sich nach wie vor mit einem Bein im Gefängnis.